Markus ist 23 Jahre alt und jetzt mein erster Gast. Hallo Markus. Hallo Domian. Hallo Markus. Also vorerst muss ich dir sagen, dass ich deine Sendung sehr, sehr mag. Ich verfolge dich schon seit längerem und ich finde das einfach gut, was du machst. Sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt auch noch zu dir. Vornherein ein Gruß an Mirko Manske, bitte. So, das ist jetzt raus, was ich ja nicht so gerne habe, du weißt, aber nun ist es passiert. So, über was reden wir? Wir reden über Internetkriminalität, beziehungsweise das, was ich mein ganzes Leben lang mache und damit, wo ich mein ganzes Leben lang mein Geld mit verdiene. Also du machst Internetkriminalität, du begehst Internet. Richtig, auf höchster Ebene. Nämlich, was machst du? Also, ja, wo soll ich denn anfangen? Das Spektrum ist eigentlich relativ groß, was das angeht. Damals, ich kann ja mal ein kleines bisschen erzählen, damals, mit 6 Jahren, sage ich mal, habe ich so meinen ersten PC bekommen von meinem Kommunionsgeld. Und da habe ich mich halt das erste Mal so wirklich mit dem Thema PC beschäftigt. Natürlich als erstes nur so ein bisschen surfen, da damals musste man ja immer noch so 10 Cent pro Minute und sowas bezahlen. Und dann so im Alter von 14 Jahren habe ich mich so für Computerspiele natürlich interessiert. Und das Problem war immer, dass ich... Kleine Zwischenfrage. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Nee, ich spreche über ein Headset. Ja, es klingt nicht gut. Kannst du nicht normal mit dem Handy sprechen? Nicht über das Headset? Leider nicht. Okay, gut. Aber jetzt nicht zu lange Einleitung. Was hast du auf dem Kabelholz? Okay. Was hast du gemacht? Ich habe BDs gefehlt, das heißt also, ich habe Leuten einen gefälschten Personalausweis gegeben, die haben dann ein Bankkonto darauf erstellt. BDs, Kurzform BD, lang ausgesprochen, beziehungsweise die Langform heißt Bankdrop. Im Grunde genommen ist es ein Bankkonto, das auf einer Fake-ID basiert, quasi auf einer nicht wirklichen Identität, das heißt ein gefälschter ein gefälschter Personalausweis. Ich gebe den dann meinen Läufern sozusagen, die gehen dann zur Bank, machen da einen Bankjob so gesehen für mich auf. Dann habe ich mir da du musst das deutlicher erklären. Du hast jetzt so viele Fachvokabeln da drin, da kommen die meisten Leute nicht mit. Du musst es klarer erklären. Okay. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bestelle mir einen gefälschten Personalausweis. Du bestellst dir einen gefälschten Personalausweis. Wo bestellst du dir einen gefälschten Personalausweis? Es gibt viele Kontakte. Ich habe viele Kontakte. Zum Beispiel den CC-Barber. Das ist also zum Beispiel ein Kollege von mir aus dem Internet. Der macht gefälschte Dokumente. Bei dem kaufe ich dann zum Beispiel für 300 Euro einen Personalausweis. Und dann gibt es natürlich sozusagen diese Läufer. Das sind sozusagen die Leute, die für mich Bankkonten eröffnen auf diesen Personalausweisen. Dann habe ich da mein Bankkonto, sprich ohne Geld drauf, mache dann Fake-Anzeigen bei eBay rein und die Leute kaufen dann so gesehen Produkte, die sie gar nicht erhalten werden. Innerhalb einer Woche oder so kriege ich da zwischen 10 bis 30.000 Euro rauf. Du verkaufst also Sachen, die du gar nicht besitzt. Du nimmst das Geld von den Leuten und lieferst denen aber nicht die Ware. Genau, ich stecke mir quasi einfach das Geld in meine eigene Tasche ein. Und du machst im Monat bis zu 30.000 Euro Gewinn? Im Monat, in der Woche. In der Woche? Ja, also es variiert. Es kommt drauf an, wie die Produkte laufen, wie es gerade steht, was die Leute halt haben wollen. Whiskys zum Beispiel laufen gut, was ich gar nicht empfehlen würde. Markus, grundsätzliche Frage, bevor wir weitermachen. Wir kapieren, wenn es denn stimmt, was du erzählst, dass du hochkriminell agierst im Internet und Menschen betrügst. Richtig. Ja, das stimmt. Ich bin ein Berufskrimineller. Jetzt stellt sich mir natürlich sofort die Frage, warum erzählst du mir das und in aller Öffentlichkeit? Warum? Ich möchte auch ein bisschen Aufklärung für die Leute. Nachdem du die Leute bescheißt, willst du jetzt ein bisschen Aufklärung? Ja, natürlich will ich auch wissen, natürlich will ich auch ein bisschen Aufklärung für die Leute haben. Dir ist doch klar,
dir ist doch klar, welche Folgen so ein Gespräch hat für dich in der Öffentlichkeit und zu Recht auch hat. Ich bin komplett anonym, ihr könnt mich gar nicht ordnen. Das ist das Erste. Ja, also ich will natürlich auch aufsteigen. Das Problem ist halt, dass man süchtig, also es ist wie eine Sucht. Was meinst du, was wir alles können? Aber das sei nur dahingestellt. Ja, genau, das sei nur dahingestellt. Warum, wenn du reuig bist, wenn du sagst, ich bereue das, wie viele Jahre machst du diesen heftigen Betrug? Jetzt fang nicht also mit 6 Jahren an, sondern sag mal Klartext, wie viele Jahre du das machst. Also angefangen, das erste Mal, mein erstes Computerspiel, sage ich mal, zu faken, in Anführungsstrichen, war mit 14 Jahren. Nee, geh jetzt mal nicht in die Vergangenheit. Wie lange betreibst du diesen richtig heftigen Betrug? 8 bis 9 Jahre ungefähr. Ja. Das heißt, du hast Unsummen verdient. Richtig. Wie viel? Aber das Problem ist, dass man, wenn man so viel Geld hat, will man natürlich auch einen höheren Lifestyle leben. Und der höhere Lifestyle kostet natürlich auch mehr. Dadurch muss man auch wiederum mehr Geld eintreiben, um diesen Lifestyle weiterzuleben. Wie viel Geld hast du denn über den Daumen eingenommen in diesen 9 Jahren? Mit Sicherheit. Über eine Mille ist es mit Sicherheit. Über eine Mille ist es hundertprozentig. Siebenstelliger Bereich. Warum machst du das? Wie gesagt, es ist wie eine Sucht. Also ich bin geldgeil so gesehen. Es gibt 2 Persönlichkeiten von mir. Es gibt die eine Persönlichkeit, die einen hohen Lifestyle leben kann. Und dann gibt es nochmal die andere Persönlichkeit, die menschlich ist und die Reue zeigt. Und ich weiß nicht, ob man das multiple Persönlichkeit oder so hindeuten kann. Aber, wollen wir es jetzt nicht allzu sehr psychologisieren? Wenn du reuig bist, dann nimm dir einen Anwalt und erstatte Selbstanzeige. Nee. Das kommt für mich nicht in Frage. Was denn? Eher gesagt, würde für mich in Frage kommen, das Ganze zu exiten, also aufzuhören damit und als Programmierer tätig zu werden. Das wäre das Einzige, was mich interessieren würde. Oder welchen Weg ich einschlagen würde. Was macht das denn mit dir, dass du über Jahre Leute richtig abgezogen hast? Denkst du über diese Leute nach? Ich bin Soziopath und ich leide unter Misanthropie. Das heißt, ich verachte Menschen. Okay, dann wollen wir mal uns im Hintergrund mit dem Soziopathen noch weiter beschäftigen und erstmal gucken, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Und wenn er die Wahrheit sagt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Konsequenzen gezogen werden hier. So,